Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Rundgang um Silverhand gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen in der Story weiter von Tales of Symphonia. Da sollten wir nach Palma Costa gehen und diesen Nail-Typen nochmal aussuchen. Wow, das ging schnell. Auserwählte, Lloyd, wie geht eure Reise zur Eröffnung der Sieg voran? Nun, eigentlich... Oh, es ist alles in Ordnung. Wir haben uns überlegt, ob du eine Weile auf ihn aufpassen könntest. Das kann ich tun, aber wer ist er? Er reist zurzeit mit uns umher, aber unser Ziel ist eine Gegend, die zu gefährlich für ihn ist. Seid ihr unterwegs zur Palma Costa Farm? Was? Wovon sprichst du? Sie ist zerstört worden. Oh, also nicht? Wir haben kürzlich Informationen darüber erhalten, dass die Designs sich wieder innerhalb der Ruinen der Farben bewegen. Ich habe die Sicherheitsstufe erhöht. Ich frage mich, ob Magnus zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber die Designs attackieren die Seestraße zwischen Isolde und Palma Costa. Sie scheinen eine Art gigantische Infrastruktur auf den Meeresgrund zu errichten. Die isolierte Inselfarm befindet sich in der Gegend. Ich frage mich, was dort vor sich geht. Vielleicht ist es die Mana-Kanone, die Rodil baut. Nun, wenn du dir Sorgen darüber machst, warum fahren wir da nicht hin und sehen nach? Auch wenn es nicht die Mana-Kanone ist, wird es diese Stadt wie Luin ergehen, wenn die Palma Costa Farm wieder in Betrieb ist. Ja, lass uns die Palma Costa Farm unter die Lupe nehmen. Damit scheint unser Plan zu stehen. Wir kommen später zurück und holen Mythos ab. Aha, ich verstehe. Also ich überhaupt nicht wundert, dass der Mythos heißt. Kenneth, sei vorsichtig. Und Wayne und Lloyd und alle anderen auch. Ja, wir werden dich nicht lange warten lassen. Ist das in Ordnung, Mythos? Sicher. Kenneth, bitte nimm das hier mit. Was ist das? Es ist ein Erinnerungsstück an meine verstorbene Schwester. Das kann ich nicht annehmen. Wenn du in Gefahr bist, spiel eine Melodie auf ihr. Ich weiß wenn nicht, was passiert, aber sie kann dich vielleicht retten. Okay, vielen Dank. Ich verspreche, ich komme wieder, um sie dir zurückzugeben. Der Panflöte von Mythos Alten. Okay. Seid vorsichtig. Jo. Du auch. Hey, Palma Costa Farm. Kein Ding. Ja, sollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Wer weiß, was sich hier geändert hat. Hallo, du da. Was? Was zum Teufel? Na, wie geht's denn hier allen? Ich noch mal umschauen, ne? Wer weiß, was sich hier geändert hat. Hab ich das nicht gerade schon gesagt? Oh, hallo. Sag mal, würdest du gerne dabei als Kellnerin arbeiten? Nein. Oh. Stimmt, das kann ich auch noch machen. Habe ich den Titel überhaupt schon? Gab's überhaupt Turbo-Kellnerin? Na klar. Ja, aber das muss jetzt nicht nochmal sein. Weiß irgendwie noch, dass das nervig war. Na? Wo ist er denn hingeraten? Das weiß ich auch nicht. Das ist nicht meine Abteilung, geh weg. Na, was weiß, geh mal. Ein bisschen weiter in der Story. Oh, was? Willst du ein bisschen spielen? Was denn? Das Orientierungsspiel. Anhand von Hinweisen musst du bestimmte Personen und Objekte in der Stadt finden, die Kontrollpunkte darstellen. Findest du einen solchen, wirst du in der Lage sein, den nächsten Kontrollpunkt zu finden. Wiederhole das 4-mal und du gewinnst. Das ist alles. Ich spiele mit. Warum nicht? Bitte warte einen Moment. Ich treffe die Vorbereitung. Ich sehe deinen Hund. Hab ich den schon angesprochen? Tut mir leid, dass du warten musstest. Aufgrund der Spielregeln wird Leute Anführer sein müssen. Sobald der erste Kontrollpunkt ist... Der Wunderkoch, wundert mich. Fertig, los. Was ist denn der Wunderkoch? Willst du mich verarschen? Ob ich den mal gefunden habe oder was? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hat er ihn irgendwo platziert? Leck mich. Wo könnte er ihn platziert haben? Mal schauen.
Ja, irgendwo. Wunderkoch, Wunderkoch. Habe ich den hier schon mal gefunden? Ja, weiß ich halt doch jetzt nicht mehr auswendig. Jetzt doch schnell hinten. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Kann ich mit allen hier sprechen? Vielleicht mal, wo ich den Koch da drin irgendwo gefunden. Na, wer seid ihr? Mischt euch nicht in den Unterricht ein. Okay. Ja, stimmt, die haben auch so eine kleine Nebenquest gemacht, glaube ich, mit Genis. So, wo war der Wunderkoch? Wo soll ich denn da wissen? Stand der hier irgendwo? Oder hier? Irgendwo, na? Wo bist du? Da will ich dich einmal finden, ne? Ich hoffe, ich habe irgendwie kein Zeitlimit. Ein Zeitlimit glaube ich nicht, aber irgendwie Versuch oder so, was weiß ich. Komm schon, ich will dich einmal im Leben finden und dann finde ich den nicht. So, hier drin ist er nicht. Dann weiß nicht. Da komme ich schon wieder raus, ne? Ganz. Nee. Entschuldigt, ich muss hier ein bisschen durch die Gegend latschen. Auserwählte, ihr alle. Ihr sagt mir, was Schokolade zugestoßen ist. Es tut mir leid, es war mein Fehler. Wegen mir ist Schokolade. Was meinst du damit? Ich, Marble. Leute rettete Marble, als sie auf der Iselia Farm angegriffen wurde, aber. Ich verstehe, ich wusste, ich habe nichts gewusst. Dass meine Mutter so etwas zugestoßen ist. Es tut mir leid, ich vermute so etwas schon, als man sie auf die Farm versteckte, aber Schokolade stand ihr sehr nah. Was ist aus Schokolade geworden? Sie lebt, sie wurde auf einer anderen Farm verschleppt. Ich verspreche, ich rette Schokolade. Ich will nicht, dass sie wie Marvel wird. Ich schwöre es. Ich werde dieses Geschäft weiterführen, auch für sie. Bitte rettet meine Tochter. Okay, ist ja jetzt nicht schon so ein bisschen lange her und so, ne? Ja. Okay. Es ging dich, aber ich suche den Koch. Zwergenregel. Nein, die kennen wir alle in- und auswendig. Was soll dieses dumme Buch hier? Warum sagt er dazu dummes Buch? Er hält sich doch an die ganzen Regeln. Wer kennt die wahrscheinlich auch alle in- und auswendig? Okay. Vielleicht spiel überhaupt noch hier mit dem Wunderkoch und so. Ich hatte hier die ganze Zeit rumlaufe und sonst doch. Ich komme hinter ihr treten. Und dann doch hier die ganze Zeit prüfen wo. Das ist halt der berühmte Palmertrank. Okay, warte. Palmertrank. Warum nicht? Ich hab Geld wie Heu jetzt. Ich dem vielleicht auch irgendwie zu Dings diesem Gnomen geben können. Ein Palmertrank. Das wird Spanner. Und du, gib mir was, mit dem ich ihn bewerfen kann. Okay, das ist ja ziemliche Zeitverschwendung bis jetzt. Das ist ein verkackter Koch. Ich will das jetzt schaffen. Obwohl so da um nichts so ein Zimmer im Erdgeschoss da unten. Also heißt, wenn ich irgendwo vorbeilaufen würde, würde ja irgendwo prüfen oder so stehen, ne? Oder? Ich gehe mal noch zu dem Typen hin. Vielleicht ist das Spiel irgendwie abgebrochen schon oder was weiß ich. Vielleicht kann ich irgendwo was resetten und so. Was ist los? Dieser Kontrollpunkt. Der nächste ist der Wunderkoch. Nummer 14. Übrigens, der geheimnisvolle Wunderkoch. Vielmehr einer seiner Fans wurde in letzter Zeit häufig auf dem Markt gesehen. Okay. Markt, okay.
glaube, das war ein guter Tipp. Mal gucken. Ich werde das hier alles nicht bauen. Ich hätte das, glaube ich, schon viel früher machen können. Bist du ein Fan? Nein. Bist du ein Fan? Das mache ich noch gut. So ein Fan? Okay, der hat einen Namen. So ein Fan? So ein Fan? Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Was? Was soll das denn heißen? Kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Das soll bestimmt der Hinweis sein, ne? Kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Ich freue mich die alte Frau die ganze Zeit an. Zum Teufel? Ah, die macht mir Angst. Aber kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Was soll das bedeuten? Okay, ich glaube, ich weiß, wie der Part heißt mir. Sinnlos in Palma Costa. Klingt das schön? War Zeitverschwendung hier bis jetzt. Kein Interesse, wenn du keinen Gutschein hast. Mir hast das gebracht. Nächster Kontroll. Der nächste ist der Wunderkoch. Aufgeben. Bitte, mach jetzt, gib mir noch mal ein bisschen. Fangen wir nochmal neu an. Bitte gib mir jetzt einen anderen Tipp oder irgendwie sowas. Ich will Pirat sein, wenn ich groß bin. Fertig, los. Okay, da muss ich ja ein Kind sein irgendwo. Vielleicht hier? Muss er ein Kind sein, du. Zehn Sekunden lang zum Leuchtturm hochsehen. Viel Glück. Okay. Das läuft doch schon mal viel besser. 10 Sekunden zum Leuchtturm hochsehen. Leuchtturm ist ja da hinten, ne? Okay, dann. Gucken wir mal. Weiß ich nicht. Soll ich jetzt einfach stehen bleiben oder was? Okay. Was ist das? Diese Ohren. Du kannst hören, oder? Diese Ohren, du kannst hören, oder? Vielleicht? Diese Ohren, du kannst hören, oder? Diese Ohren, du kannst hören, oder? Weiß nicht. Spanner? Diese Ohren, du kannst hören, oder? Was? Das Geheimnis hinter diesem Fass, was? Diese Ohren, du kannst hören, oder? Was? Ma. Reden hier alle über Nägel. Diese Ohren, du kannst hören, oder? Du bist sehr schwer, bitte sieh es nicht als Kraftakt an. Hab Spaß dabei. Übrigens, die alte Dame da drüben. Man sagt, sie hätte ein unglaublich gutes Gehör. Ach, die vielleicht, oder was?
Ich glaube, diese Dame kann doch hören. Ist Colette was? Kann doch hören. Okay, ich weiß, du kannst mich hören. Wir haben anscheinend den Kontrollpunkt passiert. Du bist mir auf die Stiche gekommen. Hier ist der nächste. Wedel mit dem Schwanz. Wuff, wuff, wuff. Okay, das ist ein bisschen einfach. Du. Wuff, wuff, wuff. Etwas auf meinem Rücken. Herzlichen Glückwunsch. Das Orientierungsspiel geht allerdings weiter, bis du zurück bist. Okay. Was hat mir das gebracht? Wunderbar, Leute. Deine Zeit ist 1 Minute 36 Sekunden. Es gibt keinen Preis, aber es war ein gutes Training und hat Spaß gemacht. Sprich mich einfach an, wenn du mal wieder Lust hast zu spielen. Leck mich. Ja. Warte einen Moment, ich treffe die Vorbereitungen. Na gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal. 10 Sekunden zum Leuchtturm hochsehen. Na gut, dann machen wir halt mal. Wahrscheinlich müssen wir eine Minute oder so schaffen, was irgendwie vollkommen unmöglich ist wahrscheinlich. Na, irgendwie so komische, zufällige Dinger da kommen. Aber was soll's. Ich habe nur 1 Minute 36 gebraucht. Wie geht denn das? So. Vielleicht kriege ich jetzt wieder die gleichen Tipps, ne? Mal gucken. Was ist das? So, du kannst hören, oder? Okay. Ja, war zur Frau. Zur alten Frau natürlich. Und tun das Ganze nochmal wiederholen. Komm her, du. Okay. Spezialität von Palma Costa. Okay, da weiß ich. Ist der Palma-Trank. Kriegt man hier. Nicht. Den kriegt man hier. Nur ein Schluck. Nein! Ein Schluck. Nein! Was und lass mich jetzt in Ruhe, okay? Ihr Schicksal in Frage stellen. Was soll das denn bedeuten? Ihr Schicksal in Frage stellen. Was bedeutet das? Nur noch ein. Kämpfe mit all deiner Kraft. Übrigens. Ich glaube, einige gehen jeden Tag, aber es gibt auch Leute, die nur in den Tempel gehen, um dort zu schlafen. Was soll das? Okay. Einer von euch. Einer von euch. Einer von euch. Ha! Trink was auf seinen Rücken. Orientierungsspiegel allerdings vor. Weiter, bis du zurück bist. Okay, na gut. Kann man dann immer weiter machen, oder was? 44 Sekunden, was? Was soll der Mist? Das ist überhaupt bloß kein Name. Das müssen wir ändern. Dieser hier ist Pepe. Dieser soll Pepe heißen. Pepe, Pepe. Nein, nicht Spezialist. Ja, mit Klett. Mit Klett wollte ich ja die ganze Zeit rumlaufen. Weiß nicht, soll ich noch ein paar Angriffe irgendwie leveln? Das hier leveln, aber Spam. Menschenfarm wieder aufgebaut. Aber wir gucken uns das an. Genau. Upsala, Entschuldigung. また町を襲われて罪もない人が殺される。エクスフィアもまた作られちゃうんだね。エクスフィア製造か。話には聞いていたが、人間牧場とは下劣な施設なのだな。ちょっとな、しゃべりだ。
俺はエクスフィアのために殺される人これ以上増やしたくないよ。Ich auch nicht。そうだな。アリシアのような犠牲者はもう生まれてはならない。そう思う。Ja。Was sagt er wohl damit? Okay, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Lightning, was? Ein bisschen weit. Ja, Lightspear. Oder mal ein. Wo ich spammen war. Weitere Ninja. Oh, jetzt auch gut. Lightning. Nein, den krieg ich. Lightning. Den krieg ich auch nicht. Und Level Up. Sehr schön. Stimmt, sie war ja kurz vorm Level Up. So, Zellos kriegen wir auch noch ein Level Up. Aber ja, voll sinnlos ist eigentlich jetzt. Vor allem bei den Gegnern hier, die mir gar nichts abziehen und voll schwach sind. Ich nerve irgendwie jetzt dieses eine Viech, das wir damals begegnet sind, nicht mehr da ist. Stört mich schon ein bisschen. Lightning, ich will neue Attacken, hallo? Das dauert noch ein bisschen mit Lightning, ne? 23, obwohl... Ja, komm schon, noch ein bisschen. Aber den Gegner ist er natürlich lahm. Nicht so schnell töten. Komm schon, Klett, für dich kriegen wir auch noch ein Level Up. Zellos. Klett hat ja gerade eins. Bei mir kriegen wir gar keinen Schaden und so, ne? Und TP brauchen wir auch nicht. Die lernen sich immer so schnell wieder auf. Lightning. Oh Mann. So, Colette hat ein Level Up. Sehr schön. Mal gucken, ob die ganzen Dinge hier schon mehr als 50 Mal benutzt worden sind. Na. Ripple Kick, Dragon Dance, Mirage. Ja, wird schon gehen. Ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann zur Palma Costa Menschenfarm, falls diese noch da ist oder nicht. Entschuldigung. Naja. Boah, mein Gott. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht bei Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle erst fürs Zuschauen und sage Tschüss.